Jahrgangs 2020, geborener Pferd, Magni vom Grenzdick ist das, vorgestellt von Jana Faulseit. Magni kommt aus der Zucht von Jana Faulseit und Cecilia Beuse, Armgestüt Grenzdick am Niederrhein. Der Vater ist Mirke vom Kronshof, der schöne Hengst vom Gestüt Blomaton. Die Mutter heißt Heiser vom Grenzdick und wir freuen uns jetzt auf die Vorstellung dieses dreijährigen Magni. Alles Gute, hier liebe Gäste, kommt Magni vom Grenzdick, ein Bruder von ihm kommt gleich, Maute von Riesforder, zweimal Mirke vom Kronshof. Alles Gute und viel Freude. Bitteschön. So, hier haben wir jetzt tatsächlich einen Dreijährigen, aber keinen Hengst, sondern einen Wallach, richtig? Nicht, dass ich was Falsches erzähle. Und das macht ja auch durchaus Sinn, mal einen Wallach hier vorzustellen, weil es natürlich auch für die Einschätzung der Zuchtqualität der Elterntiere interessant sein kann. Das Pferd einmal dreijährig beurteilen zu lassen. Hier eigentlich schon mal ein Pferd mit viel Tölt. Und er ist unbeschlagen, auch als zusätzliche Information nochmal für unsere Zuschauer. Trabt sicher mit gutem Tempo und auch gutem Takt, deutlicher Schwebephase und wechselt so ganz mühelos hin und her zwischen Trab und Tölt, hat viel Tölt, auch ganz gute Hinterhand, ganz gute Balance. Die gute Balance sieht man jetzt auch im Galopp, weil der hebt sich schon ganz gut vorne, hat nicht so spektakuläre Bewegungen, aber ganz gutes Gleichgewicht. Also er kann langsam galoppieren und auch schneller, ohne dabei deutlich auf die Vorhand zu kippen. Der Galopp vom Takt ist nicht ganz so gut, weil er in der Hinterhand sich nicht ganz so gut vom Boden abdrückt und dadurch etwas viertaktig ist mit etwas kürzerer Sprungphase. Im Trab im Vergleich dazu aber schon deutlich sichtbare Schwebephase und auch ganz guter Rhythmus. Und auch dieses Pferd ist lauffreudig, also er muss wenig getrieben werden. Orientiert sich gut nach vorn. Ja, passt genau auf. Jetzt hat er gerade mal geguckt. Okay, dann läuft er noch ein bisschen weiter. Dann stoppt er und startet wieder. Also so Mitarbeit und Lauffreude auch bei diesem Pferd eigentlich gut. Und was mir besonders gut gefällt, ist dieses, dass er so leicht wechseln kann, mal ein Stückchen zu tölten und dann wieder in auch sehr taktklaren Trab überzugehen. Also sehr leichte, mühelose Übergänge von einem Gang zum anderen. Okay. Dann haben wir eigentlich schon genug gesehen. Er ist recht gut aufgerichtet. Und auch ganz locker im Genick und das Treiberteam kann ihn dann auch einfangen. So, und dann muss man hier auch nochmal bei der Bewegung tatsächlich auch bedenken, dass der jetzt nicht beschlagen ist. Was natürlich für die Bewegungshöhe und Weite durchaus auch eine Rolle spielen kann. Auch der Schritt von Fleck weg, taktklar. Mit mittlerem Raumgriff. Und auch hier zeigt er sich wieder ganz gelassen und aufmerksam, gar nicht gestresst. Und dann können wir schon zur Gebäudebeurteilung ihn aufstellen. So von der Entwicklung auch wieder ein gut entwickelter Dreijähriger. Sieht auch schon gut bemuskelt aus.
So, dann, wenn er schön steht, fangen wir wieder mit dem Kopf an. Also er hat gerades Nasenbein, etwas kleines Auge, aber eigentlich ganz feine Ganaschenpartie. Die Ohren sind so ein bisschen seitlich angesetzt, was man jetzt nicht unbedingt haben will. Er hat einen mittelangesetzten Hals, aber gute natürliche Aufrichtung. Also er richtet sich relativ hoch auf, ohne dass man Unterhals sieht. Genau, jetzt guckt er auch ganz stolz und hat auch einen langen und ganz gut geformten Hals. Also der Hals verjüngt sich eigentlich auch gut zum Kopf hin. Für ganz gut könnte der Hals ein bisschen höher angesetzt sein und noch etwas geschmeidiger in der Oberlinie sein, aber grundsätzlich schon ein richtig guter Hals und auch eine lange, schräge, relativ schräge Schulter, die auch gut zum Hals hin abgesetzt ist. Er steht natürlich jetzt ein bisschen zu gestretched, so ein bisschen wie ein American Saddlebred. Müssen wir ihn noch mal ein bisschen besser aufstellen, wenn wir jetzt die Rückenlinie anschauen wollen. So ist ja noch ein bisschen mehr, ist die Hinterbeine nicht ganz so weit nach hinten. So ist es perfekt. Sehr gut. Super. So, jetzt sieht man hier, dass der Rückenschwerpunkt so minimal zu weit vorne liegt. Aber der Rücken sieht trotzdem stark aus. Aber dadurch, dass der Schwerpunkt etwas weit vorne ist, ist auch die Lende so ein bisschen fest. Die Gruppe ist gut gewinkelt und auch recht lang. Und wirkt auch von hier schon gut bemuskelt. Beinlänge zu Rumpftiefe in Ordnung, er ist nicht extrem langbeinig, aber schon langbeinig genug. Die Brust ist so etwas tief vom Verlauf. Aber sehr guter Hals, gute Hinterhand und dann müssen wir Rücken und Gruppe nochmal von nahem anschauen. Ja, sehr großes, solides Pferd hier und auch ein starker, breiter, gut bemuskelter Rücken und eine gleichmäßige Gruppe von hinten und auch genügend lange Gruppe. Kräftiges Fundament. Leider nicht so viel Mähne auf dieser Seite. Wir gucken nochmal auf der anderen Seite. Nee, da auch nicht wirklich viel und auch nicht so viel Schopf. Aber du hast so viele gute Points, dass das gar nichts macht eigentlich. Dann einmal Schritt auf und ab. So, hinten leicht bodeneng, vorne ziemlich gerade. Jetzt punktet er auch nochmal bei Stellung. Hufform auch sehr korrekt. Ja, hinten bleibt der bodeneng, auch im schnelleren Gang, auch ziemlich deutlich bodeneng. Bodeneng und sprunggelenkseng. Und das war jetzt zu viel Schlangenlinie, da konnten wir nicht so viel sehen. Noch einmal. Ja, hinten deutlich bodeneng und sprunggelenkseng. Ah, es war noch eine abgemilderte Schlangenlinie, aber okay. Danke. Ein großes Pferd mit einem ziemlich korrekten Gebäude, schönem Hals und auch ganz klaren Gängen. Vielen Dank, wir sind dann wieder fertig mit diesem Pferd.